Wem gehört Marzahn? Veranstaltung der Bezirksgruppe der Berliner Mietergemeinschaft am 11. September 2019 im Kulturgut Berlin-Marzahn. Marzahn 40. Eine kleine Kunstgeschichte des Stadtbezirks. Teil 1. Vortrag von Simone Hein. Ich begrüße Sie alle zu unserer Veranstaltung, die unter dem Motto steht 40 Jahre Marzahn und 100 Jahre Bauhaus. Auch das spielt bei einem solchen Thema wie heute eine Rolle. Es ist eine Veranstaltung der Bezirksgruppe der Berliner Mietergemeinschaft, konnten Sie der Einladung entnehmen. Ich begrüße aus dieser Bezirksgruppe ganz besonders unseren Spiritus Rector, Herrn Oellerich, Herrn Strafehl, Herrn Rötig, Herrn Fischer. Sie sind heute anwesend und ich sehe, Frau Köstner kommt gerade noch dazu. Sie gehört auch der Bezirksgruppe an. Darf ich mal fragen, wer von Ihnen, nicht der Bezirksgruppe, aber Mitglied im Bezirk ist bei der Berliner Mietergemeinschaft? Freut mich sehr, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Auch Ihnen herzlich willkommen. Ein herzliches Willkommen auch Björn Thielebein. Wir haben alle Parteien eingeladen. Er ist Fraktionsvorsitzender in der BVV. Fraktionsvorsitzender von Die Linke. Herrn Nachtmann habe ich gesehen. Ist er wieder weggegangen? Ja. Da sitzt er, jetzt gut versteckt. Also von der Presse ist Herr Nachtmann von JWD gekommen. Er hat ein paar Exemplare hinten ausgelegt, sicherlich zum Mitnehmen. Wir haben auch ein paar Exemplare unserer Edition mitgebracht. Das Mieterecho ist unser Organ, wie man so schön sagt. Können Sie sich gerne ein Exemplar mitnehmen. Es ist nicht mehr das Neueste, aber es passt zu unserem heutigen Thema. Ich selbst möchte mich auch noch vorstellen. Mein Name ist Julia Scharf. Ich bin auch Mitglied dieser Bezirksgruppe. Frau Professor Dr. Simone Hein. Eine Koryphäe werden Sie heute feststellen, werden Sie bestätigen. Sie hat in Marzahn gelebt, viele Jahre, lebt heute in Ahrensfelde. Hat Kunstgeschichte studiert, hat auch in Kunstgeschichte promoviert, hat sich spezialisiert auf Architekturgeschichte und ganz besonders Architekturgeschichte von Großwohnsiedlungen. Ihr Arbeitsschwerpunkt ist, oder Schwerpunkte sind Stadtforschung und Geschichte des modernen Planens und Bauens. Und somit erteile ich Ihnen das Wort. Ja, schön. Dank für die Vorstellung und die freundliche Einladung und guten Abend alle miteinander. Was ich Ihnen heute hier vorstellen möchte, ist ein bisschen Eulen nach Athen tragen. Ich will Ihnen meine liebe Firma Zahn ans Herz legen. Und das hat eine längere Vorgeschichte. Vor 3 Jahren hatte Leipzig-Grünau die Großsiedlung, die nächstgroße Siedlung aus der späten DDR, Jubiläum, und es gab dort ein internationales Kunstprojekt über mehrere Wochen hinweg, und am Rande dessen wurde ich gefragt. Nun kommt ja auch der 40. Jahrestag von Marzahn, was wollen wir denn für Marzahn tun? 3 Jahre vorausgedacht, was würde denn Marzahn sinnvollerweise in diesem Jubiläumsjahr schmücken? Und ich habe ganz spontan gesagt, ja, dann machen wir ganz große Kunst, dann machen wir eine Kunstgeschichte von Marzahn. Ich brenne seit langem, langem darauf, also diese Geschichte des Stadtbezirkes Marzahn, Siedlungsgebaut nach allen Regeln der Kunst durchzudeklinieren, so wie wir das vielleicht mit Paris machen würden oder mit Michelangelo, sozusagen nach den Standards meiner Profession, einfach mal zu schauen, was kommt dabei raus. Wenn man das ernst nimmt, das hat natürlich insofern noch einen ganz bewussten Hintergrund. Wir alle sind uns sicher einig, sozusagen, dass Marzahns Image weit entfernt ist davon, das als Gegenstand der Kunst zu betrachten. Ja, und darin liegt doch gleichzeitig die Provokation. Also wir hatten immer sozusagen unter Kollegen, Professorenkollegen, so im Städtebau den Ansatz, wenn man eine Stadt oder irgendeinen Ort, einen geografischen Ort in der Welt, zum Beispiel
in Öl malt und einen Goldrahmen darum macht, hat man schon etwas aufgewertet. Einfach durch die Rahmung, durch den Blick sozusagen eines Künstlers, sozusagen wird dieser Ort plötzlich transportiert. Und so ein bisschen, so einen Rahmen will ich Ihnen heute hier in den Raum stellen. Natürlich ist daraus nichts geworden. Erstens, ich habe mit den Leuten vom Zentrum für Großwohnsiedlungen gesprochen, Dagmar Weidemüller speziell, und die ist pipapo in Marzahn überall hingelaufen, Wohnungsgesellschaften, und wer da zuständig wäre, wollen wir nicht eine großartige Ausstellung machen, richtig mit Kunst, Handzeichnungen von Architekten, und ich dachte, irgendwann gibt es dann vielleicht ein Prachtband, Bildband Marzahn, der auf allen, in allen Bookshops in New York und dann zu finden ist, wie dieses Buch übrigens aus Grünau. Das hat, ja, dieses Buch, das wir damals in dieser Tagung mit Beiträgen gemacht haben, hat inzwischen den Deutschen Buchpreis gewonnen. Also Leipzig hat das. Insofern war das irgendwie ein völlig normaler Gedanke, Nachschlag für Marzahn. Und was ich jetzt hier als Titel ausgesucht habe, ist sowas, mein kleiner PowerPoint-Geburtstagsstrauß für Marzahn. Marzahn ist nun 40, feiert sein Jubiläum, und zu dieser Kunstgeschichte ist es nicht gekommen, aber ich möchte Ihnen das so wie ein Exposé einfach mal in den Raum stellen, und vielleicht können wir uns am Ende darüber unterhalten, ob das Ihnen ähnlich geht wie mir. Wann immer ich sozusagen mich mit Marzahn beschäftige, und ich habe angefangen als junge Aspirantin an der Humboldt-Universität, als ich nämlich den Wohnungsschein für Marzahn hatte, sozusagen mich ernsthaft damit auseinanderzusetzen, dass ich hier Teil sozusagen als Mieterin eines großen städtebaulichen Experiments bin, nämlich die größte Großwohnsiedlung Europas ist im Entstehen gewesen, und natürlich sozusagen waren die Architekten in jedem Moment sozusagen auf der Höhe der Aufgabe und wussten, was sie taten. Das heißt, das war die ganze Planungsgeschichte, die ganze Vorbereitung der Planung hat nicht einfach nur in Kategorien von Wohnungsbau stattgefunden, wie es manchmal so den Anschein hat, sondern tatsächlich in diesem Feld sozusagen, wo Stadtbau Kunst gemacht wird. Die Zeichnung zeigt das ein bisschen, sozusagen die Ausgangssituation, als die Planung von Marzahn begann. Und ich habe das ganze Material beim Auflösung des Instituts für Städtebau und Architektur der DDR-Bauakademie vorgefunden als Chefsache. Das war also sozusagen im Schrank des Vizepräsidenten der Bauakademie, war sozusagen alles vorhanden, was Marzahn ja je betraf. Und es begann mit ganz kritischen Diskussionen in Polen, oder da lag auch das Band von Mitscherlich, die Unwirtlichkeit der Städte, Ende der 60er Jahre, war alles bewusst, war allen klar, und genau deswegen sozusagen haben sie von der ersten Zeichnung, das ist eine Handzeichnung von dem Architekten Dieter Bankert, Marzahn immer sozusagen in Beziehung, in Sichtbeziehung und gedankliche Beziehung zum Alexanderplatz gesetzt und zum Fernsehturm. Also das war sozusagen eine der wichtigsten Geschichten sozusagen. Das wird kein abgehängter Satellit, das wird nicht irgendwo JWD, sondern allein schon durch Verkehr und Zeitbudgets vernünftig mit der Innenstadt verknüpft. Also Zeithaushalt von Frauen wurde gerechnet, sozusagen wie viele Stunden, wie viel können die pendeln, wie viele Frauenarbeitsplätze braucht man draußen sozusagen. Ja, also die Verknüpfung mit dem Alexanderplatz war sozusagen als Planungsfigur von Anfang an gegeben. Hier haben wir einfach dann S-Bahnhof Marzahn. Ja, das ist sozusagen der Brückenkopf. 20 Minuten bis zum Alexanderplatz. Natürlich, wenn man weiter draußen wohnte, Sie wissen alle, und noch einen Zubringer brauchte, war es jetzt 20 Minuten nicht getan. Trotzdem ist es im internationalen Vergleich sozusagen eine sehr gute Zeit, sozusagen bis zum Zentrum, Downtown einer Stadt. Ist das so gesehen, also keine aberwitzige Entscheidung gewesen, zu sagen, wir gehen da in die Felder, so, ja, beim Dörfchen Eiche und Mero draußen. Also, was es eben, ja, was wir haben, was man in sozusagen in sogenannter grauer Literatur, also nicht als Kunstdruck und Hochdruck, finden kann, sind die Chroniken des Bauwesens, der Wohnungsbaukombinate, die beteiligt sind und so weiter. Also man kann hier
natürlich sofort sagen, die Geschichte erzählen sozusagen vom Wohnungsbau, die gesellschaftlichen Zentren, die Architektur und die Kunst. Das sind alles Gliederungselemente, die bei einer solchen Aufarbeitung eine Rolle spielen. Also wir haben also Dokumente, wir haben Mappen und wir haben auch am IAS, also ich habe diese Sammlung damals 1990, als alles über die Reißwölfe lief, sozusagen habe ich die Sammlung für Stadt- und Baugeschichte der DDR gegründet. Die ist inzwischen in Erkner und dort haben wir auch die Nachlässe der Architekten. Das heißt, wir können außer von Heinz Grafunder, das ist der Architekt des Palastes der Republik, der gleichzeitig Marzahn baut, also sozusagen Standbein, Spielbein dieses Architekten, sein Nachlass liegt in der Akademie der Künste. Aber ich bin also jetzt, Vorbereitung auf heute, im IAS gewesen, in Erkner, wo die beste Plan- und Dokumentensammlung zur DDR-Baugeschichte vorhanden ist, und zeige Ihnen jetzt einfach, was ich dort in aller Eile, also mit dem Foto, ja, mit der Kamera aufgenommen habe, was man für eine solche Ausstellung, ja, in der Galerie auch als Original alles, ja, zeigen könnte. Also nochmal diese Zeichnung, und Sie sehen jetzt, sind wir schon über den S-Bahnhof Marzahn hinaus, in dem Herzen der Stadt. Das war sozusagen die erste Konzeption. Es hieß Stern, Variante Stern sozusagen, für das gesellschaftliche Hauptzentrum dieser eigenen Stadt mit einer eigenen Gravitation in Marzahn. Hier in einer sehr kompakten, hohen und dichten Baumasse gesetzt. Ich zeige Ihnen dann noch, wo Sie sich das vorstellen können. Also sagen, als eine Idee, natürlich wird das nicht einfach eine Wohnsiedlung, sondern ein eigener Stadtbezirk mit Puls- und Gravitationszentrum, in dem alles vorhanden ist. Das ist diese Zeichnung, merken Sie sich einfach diese Figur. Die geht konform mit dem, was man ästhetisch über Marzahn sagen muss. Also das ist in der Tat der Konnex zum Bauhaus, also wo ich mich ganz besonders, also von meiner Dissertation, meinem ganzen wissenschaftlichen Herkommen her, habe ich mich immer mit Funktionalismus, Konstruktivismus als Ästhetiken der Avantgarde und des Bauhauses beschäftigt. Und hier kommt ein Zusammenhang, als Marzahn geplant wird. Die ersten Vorbereitungen beginnen 1969, Anfang der 70er, als es planlich vorbereitet wird, befinden wir uns bauzeitlich noch in der Epoche, die wir als Moderne oder Spätmoderne bezeichnen. Spätmoderne ist die mit den großen plastischen Volumen, die wie riesige Baukörper selbst landschaftlich wirken. Zum Beispiel die Bibliothek von Hans Scharoun, ja. Am Potsdamer Platz ist ein solcher, sozusagen wie ein Gebirge hingebauter, großer Solitär, der gleichzeitig Stadtlandschaft modellieren will. Genauso ist Marzahn in der ersten Planungsphase gedacht worden, mit ziemlich klaren sowjetischen Vorstellungen. Das machten damals sozusagen die russische Stadtforschung Gradov und machten sozusagen diese großen Monumentalen, wenn Sie an das RGW-Gebäude denken, also große, massive Betonbauten. Das heißt, wir sehen hier einige Hochhäuser und einen zentralen Platz. Und das ist so die erste Phase in der Stadtplanung, die man unterscheiden muss. Die ist noch sehr selbstbewusst modern und eigentlich folgt auch plastisch, räumlich Marzahn diesem modernen, selbstbewussten Spiel der Körper im Licht, ist so ein Stichwort von Le Corbusier, von dem Architekten, dass Großarchitektur oder die moderne Architektur ist das schöne Spiel der Körper im Licht. Das heißt, Marzahn mit seinen Scheibenbauten, ich werde das noch immer unterstreichen, sozusagen, ist nach dieser Vorstellung gebaut worden wie ein landschaftliches Ereignis. Ja, mit wellenförmigen, aufschwingenden einzelnen Punkthochhäusern, mit einer sehr bewegten Silhouette, die über einen großen Raum hinweg optisch funktioniert. Diese Auffassung dieser freien, plastischen, freien, offenen, schwingenden Bebauung bricht aber international in den 70er Jahren zusammen. Es kommt zu einer Wende der ästhetischen Überzeugungen und Marzahn kriegt sozusagen davon sozusagen einen Touch noch mit.
Dass diese Wende wird beschrieben unter anderem mit dem Stichwort Postmoderne, das heißt als Typologienbruch, wo sozusagen diese freikörperlichen, schwingenden, modernen Körper jetzt plötzlich nicht mehr so gutiert werden und man nach traditionellen Raumstrukturen sucht, wie Platz, Straße, Hof, Torgebäude. Das alles zeichnet Hellersdorf aus. Wenn wir also in die Nachbarschaft gucken, nach Hellersdorf, haben wir eine völlig andere städtebauliche, ästhetische Konzeption als die, unter der Marzahn noch geplant worden ist. Ja, also mal vorweggenommen, sozusagen End 60er, Anfang 70er Jahre, da haben wir noch nicht Grenzen des Wachstums, da fliegt die Welt noch sozusagen zu den Sternen. Ja, da gibt es noch Vorstellungen, sozusagen das Weltall zu erobern, die ganze Wachstumskritik, das mühselig werden, Ost wie West, ja, dieses positiven Denkens, das die Moderne auch bedeutet, dass wir immer zu wachsen und sozusagen einem fortschreitenden Gelingen sozusagen gesellschaftlich uns erfreuen, das bricht sozusagen Mitte der 70er Jahre zusammen und wir werden das ein Stückchen sehen. Und das wäre in einer Ideengeschichte und in den sozialen Kontexten, wenn man eine Kunstgeschichte Marzahn schreibt, wäre das sozusagen mit zu beachten. Was ist das für eine Zeit? Wann kommt Club of Rome, Grenzen des Wachstums, wie reagiert sozusagen die DDR-Philosophie zu diesen Geschichten? Zum Beispiel wird dann in der Zeitschrift Philosophie der DDR Beherrschung der Natur immer nur noch in Anführungsstrichen geschrieben. Das heißt, es kommt sozusagen eine Wende in Gang. Hier bis, ja, also in dieser Vorbereitung für Marzahn wird Marzahn aber noch sozusagen ganz komplett gedacht sozusagen mit das ganze Programm, ja, lachen, sitzen, handeln, beobachten, das heißt in dem Moment, wo Marzahn gebaut wird, sozusagen ist das alles noch sozusagen zu greifen, wir bauen hier einen ganz eigenen Stadtbezirk, in dem sozusagen alle Versorgungselemente vorhanden sind, auch die des täglichen Bedarfs, das ist sozusagen das Funktionsschema für dieses Zentrum, das der Architekt Dietrich Bankert entwickelt hat. Ja? Also Ideengeschichte ist einfach, die Zukunft ist eine machbare, absehbare und wir planen 40 Jahre voraus. Das heißt, dieses Schema ist entwickelt für einen Zeitabschnitt und das ist original Bauhauslehre. Selman Nagelt, Richard Paulik, das sind alles die DDR-Schüler des Bauhauses, gehen immer davon aus, dass Planung, Planwirtschaft, das ist der Vorteil des Systems, des Sozialismus, immer sagt, man hat ungefähr 40 Jahre voraus und muss auch über veränderte Konsum- und soziale Verhältnisse nachdenken, wenn man eine Stadt plant. Das ist mein Schema. Das wären die Kontexte. Dazu könnte man einfach schon mal in so einer Ausstellung 2, 3 Räume beschicken. Verstehen Sie? Was passiert eigentlich um dieses Jahr 70 bis 75 zeitgleich, während die Architekten sozusagen tun, was sie gelernt haben, was sie von Bankert hat und dann der TU Dresden studiert, was sie von ihren Lehrern übernommen haben. Ja, die Planungsgedanken, die Konzeptionen, wie man eine Wohnung plant oder eine Stadt, die sind immer sozusagen lange geworden. Das wird dann praktisch erstmal Lehrstoff und Unterrichtsstoff und ein Architekt wird ausgebildet und es erwischt ihn ziemlich kalt, wenn die Voraussetzungen sich dramatisch ändern, wie das Anfang der 70er Jahre der Fall ist und einfach er mit seinem Latein, mit dem, was er gelernt hat, am Ende ist. The state of the art nennt man das in der Wissenschaft oder das ist Lehrstoff, das ist das geltende Paradigma und unsere Architekten erwischt auf kaltem Fuß, dass die Ölkrise, dass alles praktisch sozusagen die Kostenrahmen sich verändern und man nicht mehr so aus dem Vollen schöpfen kann, wie man meinte in den 60er Jahren, das sozusagen vortreiben zu können, im Sinne von in 40 Jahren können wir das erreichen. So, und das ist so ein Blick in diese Zukunft des grenzenlosen Wachstums. Das ist unser Stadtzentrum Marzahn. Sie sehen, wo wir heute sind. Ja? Sie sehen also diese geschwungenen großen Hochhäuser, das sind Hotels, da sitzen Forschungseinrichtungen, die hier in Marzahn untergebracht sind. Also
Und das ist sozusagen das Organisationsschema von Kaufen, Kultur, Club, ja, sehr, sehr viel Freizeit, denn wir werden ja in 40 Jahren alle viel weniger arbeiten. Bei der hohen Arbeitsproduktivität, das ist so ein Gesetz in der DDR, Automatisierung, also die Maschine ist nicht, da wird noch nicht von Digitalisierung gesprochen, das muss man dann später erst noch dazu nehmen, es wird aber von Automatisierung gesprochen und das ist die Freizeit, das ist Helmut Hanke, Potsdam, hier wäre man bei den Kulturwissenschaften, die Freizeit glücklicherweise eine große sein wird in 40 Jahren und was werden die Menschen denn dann tun? Die können doch nicht immer nur Fußball spielen, diese Deutschen, ja, also Sport ist nur eine Sache, die werden etwas tun wollen und im Sinne selbsttätig sein wollen. So, das ist also diese futuristische Ausgangsplanung. Ja, und dann gibt es eben in diesen Wettbewerben, kann man dann sehen, dass es 4 oder 5 verschiedene Temperamente gibt, nämlich Architekten, die persönlich sich dann dieses dichte Zentrum vorstellen. Wir haben also, ja, innerhalb des Wohnungsbaukombinates, dort gibt es, das ist einmalig in der DDR, hat auch ganz, ganz stark mit Avantgarde und Bauhaus zu tun. Die Architekten sollen die Produktion treuhänderisch in die Hand nehmen, kultivieren und insofern werden sie praktisch in die Kombinate als Architekten aufgenommen. Sie sitzen nicht irgendwo in einem Atelier, wie das international ist und beschicken einen Wettbewerb, der ausgeschrieben ist, sondern sie arbeiten ja, sozusagen beim Produzenten, beim Hersteller. Ganz eigene Ostblock-Geschichte und nirgendwo so ausgeprägt wie in der DDR. Und ursprünglich so gedacht, dass der Architekt der Herr dieses Prozesses ist, also der sozusagen Generalist im Rahmen dieses Kombinats. Aber auch zu Beginn der 70er Jahre bricht etwas ganz massiv um. Die DDR führt marktsimulierende Kräfte ein. Das hieß damals IWP, industrielle Warenproduktion. Einfach mal so eine Idee, ja? Dass auch in den Betrieben in der DDR sozusagen nach Kennziffern, betriebswirtschaftlichen Kennziffern gearbeitet wird, um Wettbewerb zu erzeugen. Dieser Wettbewerb findet in den Kombinaten, in den Wohnungsbaukombinaten zu Lasten der Architekten seinen Ausdruck. Wenn Sie den Film jemals gesehen haben, die Architekten spielt er genau daran, dass der sozusagen der Ökonom des Kombinats den Architekten ständig die Lösungen wegstreicht, weil, ja, nicht, dass der Ökonom so blind wäre, aber die Arbeiter streiken draußen. Das muss dort laufen auf den Baustellen. Ja, die haben selbst noch keine Wohnung, die wollen Geld verdienen und ja, nicht komplizierte Sonderlösungen, Sortimente für die Architektur entwickeln, die den Baufortschritt verzögert. Also da ist ein richtiger wunderbar in 2 Filmen, also wenn ich eine solche Ausstellung hier machen würde, in Marzahn würde ich 2 Filme zeigen. Einerseits Peter Kahanes Die Architekten, das erzählt den Machtverlust der Architekten in den Kombinaten und ich würde von unten her gucken, wie sieht es auf den Baustellen auf, Gitta Nickel hat einen Dokumentarfilm gedreht, manchmal möchte man fliegen und das ist ein Film, der die Bauarbeiter in Marzahn porträtiert. Und da sind die Interessen komplett anders. Also man kann einfach sagen, dass das am Ende billiger, sparsamer, ökonomischer wurde, hier in Marzahn und woanders erst recht, hat damit zu tun, dass die Arbeiter an diesen Architektenprojekten nicht wirklich interessiert waren. Die Bauarbeiter, die Parteisekretäre, der Betrieb sozusagen hier zierte tatsächlich, bei denen ist wirklich nur dieses Quantitäten, wie viel schaffen wir an Wohnungsbau, wir sind selbst noch im Hinterhof. Ja, also die werden auch gezeigt, diese Bauarbeiter in ihren Wohnverhältnissen mit ihren Kindern. Also das ist die Realität, die in diese Planung immer mit hineingespiegelt wird. Die Planung müssen in die Realität des gesamten Baugeschehens in Berlin, in der Hauptstadt, gesehen werden. Ja, aber Sie sehen einfach schon, das sind einfach Handzeichnungen und immer wenn wir
wenn wir vor so einem seine Zeichnung sehen, sozusagen, haben wir immer die Möglichkeit, in etwas, das eigentlich absolut banal wirkt und stereotyp und langweilig sozusagen zu sehen, reinzubrechen, sozusagen, wie hat sich das ein Mensch, der mit langen Haaren, wenn Sie Filme sehen, Heinz Krafundner, der Architekt des Palastes der Republik, mit einer richtig langen Socke 1970 die Zukunft vorstellt, was denke ich als Architekt? Ja? Manchmal wird das so hingestellt, als wäre das alles hier Matan nur eine gebaute Gemeinheit gewesen. Ne? Aber nein, es ist sozusagen Herzblut von allen, die beteiligt waren. Und Konflikt, wie heute auch Konflikte ausgetragen werden. Also so nimmt sich DDR und Bundesrepublik nicht viel. Es sind eigentlich immer wieder so diese Konflikte, was man wünschen möchte und wie sich dort auf unterschiedlichen Weisen Ökonomie und Machbarkeiten und so weiter als einengende Bedingungen dazu gesellen. Ja, also hier haben wir mal so eine Spanne, was ich jetzt gerade schon gesagt habe. Linke Hand, der erste Strich eines Architekten auf ein weißes Papier. Ich habe meinen Studenten immer gesagt, Architektur ist pure Macht, ist politisch hochtragend. Es gibt keine andere Tätigkeit, die in diesem Maße Macht bedeutet gegenüber den Menschen, die dann später mal kommen, aber auch sozusagen über Grund und Boden ist man Herr sozusagen. Es gibt kein weißes Papier. Jeder Strich, den der Architekt macht, ist eine Teilung, ist ein Besitztitel, ein Recht und das muss man sich immer sozusagen klar sein. Das ist also sozusagen ein tatsächlich hochkomplexes Entwerfen und die Besonderheit an der DDR war sozusagen, dass die Macht immer ganz dicht, also in räumlicher Nähe zu dem entwerfenden Architekten war. Also die Macht war eben der ökonomische Direktor des Betriebes oder der Parteisekretär, der sozusagen Klagen der Baustelle weiterbrachte. Wir hatten Ausfall, wir haben Decken verbaut anstelle von Wänden, weil Decken nur geliefert wurden und so weiter. Das sind so diese Konflikte. Also hier haben wir einfach so eine Figur, die einfach, ja, genauso Macht inhärent ist, wie wenn Michelangelo für die Päpste arbeitet, für den Vatikan. Ja? Da wird dann eben schon mal auch was verboten und wieder übermalt. Ja? Also auch das ist sozusagen Teil des Spiels. Aber man möchte diese Dinge doch eigentlich alle mal versammelt sehen. Also mir geht das so, wenn ich einfach an Marzahn denke, habe ich immer sozusagen für mich das Gefühl, da ist nochmal in der Geschichte der Disziplinenarchitektur ganz groß alles erlaubt gewesen, was später sozusagen aus Reduktionsgründen schon nicht mehr so richtig. Magdeburg-Olfenstedt ist nochmal eine besondere Situation. Das ist so ein RGW, experimenteller Städtebau gewesen. Aber Marzahn ist sozusagen dieser Versuch gewesen, der ganzen Welt zu beweisen, dass man keine Schlafstadt baut. Ja? Und dass dort integrativ sozusagen der Professor neben dem Tankwart wohnt. Also bei uns im Haus war das so, die Journalistin mit dem Malermeister oder wie auch immer, die Segregation, die wir hatten, als ich nach Marzahn zog, Anfang der 80er Jahre, 80, es waren eigentlich nur Menschen meiner Generation und sozialen Lage dort versammelt, die es untereinander auch sehr mochten. So, wir gaben den Schlüssel einfach nur weiter. Es war ein bisschen wie WG. Bei uns im Haus 33 Personen und sagen wir mal 7 wollten mit niemandem was zu tun haben. Die anderen haben einfach ja, aufeinander auf die Kinder aufgepasst oder wie auch immer. Meine Tochter kriegte dann immer mal einen Schreck, wenn sie wirklich alte Menschen sah. Mama, ist die schon tot? Wenn eine Oma kam oder wie auch immer, weil Marzahn war ungeheuer jung und die Kinder sozusagen kamen in eine verzeichnete Realität. Also wir bewegen uns hier immer noch und damit Sie sehen, der Architekt hat eine Collage gemacht zwischen Normblättern und Statistiken und das, was sozusagen die Ökonomie ihm an Papier auferlegt. Das ist unglaublich gewesen. Also gerade Krafunder hat sich beim
Honegger ganz oben beschwert, dass die Bürokratie für den Architekten überhand nimmt bei solchen Großprojekten wie Marzahn. Und der setzt doch hier nun ausgerechnet den, was ist es, ich dachte Markusplatz, aber... Also, er setzt sein Zentrum in Beziehung, ich habe gedacht, es ist der Markusplatz, aber es ist nicht ganz identisch, zu einem städtebaulichen Raum sozusagen aus der Geschichte und sehr selbstbewusst. Also genau das will er erreichen, sozusagen einen geborgenen Raum, in dem das Herz der Marzahn zu finden ist und pulsiert. Ja? Das zeigt einfach nochmal unseren Höhenflug, der sich mit Marzahn verbindet. Und ich sage auch immer dazu, 40 Jahre später ist doch mal Zeit wieder für einen Wettbewerb. Ne? Wo kommt denn nun das Zentrum hin für die nächsten 40 Jahre? Wo wird denn Marzahn nun sozusagen seine vitale, alle miteinander in Beziehung setzende, magnetische Mitte bekommen? Ist ja weiterhin sozusagen auch Gestaltung gefragt. So. Also das ist auch so ein bisschen kleine Provokation, als ich das Bild ausgesucht habe. Das ist ein Modellfoto, die haben Modelle gebaut. Es gibt Fotos im IRS, sozusagen, da sind 27 Modelle auf Varianten von Marzahn hintereinander aufgebaut von den einzelnen Architektenteams des Wohnungsbaukombinats. Das ist ein interner Wettbewerb gewesen, der ist nicht öffentlich ausgeschrieben worden, aber alle Architekten des Kombinats zusammen wurden eingeladen, sich dort einzubringen. Und das ist praktisch jetzt von hier über das Dorf geguckt, sozusagen dieses eine Variante dieses Zentrums, ja, das wir sozusagen in dieser ersten Variante futuristisch mit einer hohen Bebauung und mit signifikanten plastisch geformten, also es ist schon einfach, es gab so eine Theorie in der damaligen Zeit, je komplexer die Geometrie, also irgendwo eine hyperbolische, paraboloide Form oder ein Pi, eine Krümmung, oder je komplexer die Geometrie, desto bedeutsamer und signifikanter und monumentaler ist sozusagen der Ort. Ja? Die Wohnung in einem seriellen, gleichen Rastermaß, wunderbar. Wir haben hier überall die 6 Meter Platten, die die weiten Fenster haben, das heißt wie wesentlich mehr Licht in den Wohnungen in Marzahn als später in Hellersdorf, die dann alle wieder wie Gründerzeit Lochfassaden haben. Ja? Also das ist einfach sozusagen, gehört alles in eine Zeitschiene, die man bauzeitlich eben mit diesem spätmodernen und tatsächlich auch sehr geliebten Beton. Beton war mal der Baustoff sozusagen der Zukunft, die Architekten liebten ihn als weitgespanntes Ding. Also hier könnte man an der Stelle auch eine Geschichte des Baumaterials und der Technologie Beton wie einen Exkurs in so einer Ausstellung oder einem Buch dazu bringen. Was haben wir denn eigentlich sozusagen zeitgleich für Bauweisen in Entwicklung von SK-Bauweise wie an der Leipziger Straße, die dann nach Springfuhl wandert. Ja, was wird gerade experimentell in der Innenstadt probiert? Ja, das sofort auch Marzahn bekommt. Ja, die SK-Bauweise entlang der Leipziger Straße ist eigentlich zur Schau entwickelt worden, um die Leipziger Straße gegenüber Kreuzberg, ja, signifikant mit dem Springerhaus sozusagen eine Wucht von Wohnungsbauten, innerstädtischen Wohnungsbauten ideologisch auch entgegenzusetzen. Und die kommen einfach so gut an, dass es einfach heißt, die nehmen wir für die hervorhebende Bebauung Springfuhl und für die gesellschaftlichen Zentren in Marzahn. Das ist einfach etwas Besonderes zum Beispiel. So, und jetzt kommt etwas, ja, was Sie vielleicht auf den ersten Blick am besten verstehen werden, wenn ich Ihnen dieses Bild zeige. Wir hatten also bisher dieses Stern, diese Drehscheibe, diese, wow, wenn man sich das materiell vorstellt, diese Betonfestung als Herz. Und 2 Jahre später gibt es nochmal einen Wettbewerb, Zentrum Marzahn. Das ist jetzt der Blick praktisch vom S-Bahn, von der S-Bahn Marzahn, Marzahner Tor. Und jetzt sehen wir eine Straße. Ja? Es ist also nicht mehr diese, großplastische, vertikale Betonung dieser Kreise, sondern
entlang des grünen Bandes schlängelt sich jetzt eine Einkaufsstraße hin. Und das ist die Wende zur Postmoderne. Es ist derselbe Architekt. Ich habe den auch noch interviewt und habe gesagt, was ist mit dir los? Warum machst du das? Und so. Er bekam Angst vor dem eigenen Tun. Das ist einfach dieses, ich habe das zwar nicht gelernt, aber überall sozusagen wird jetzt Straße, Platz. Das ist die ganze postmoderne Architektur, Rob Krier und wenn es da alles so Sachen im Westen gibt, das steht in den Zeitschriften und so weiter. Derselbe Architekt, ohne dass es ihm ja, irgendein Politbüro vorgeschrieben hat, wechselt 2 Jahre später sozusagen die Stadttypologie aus. Weil er es nun menschlicher findet, eine Straße entlang zu flanieren, als von diesen ja, großen, massiven Betonbauten umgeben zu sein, wie in einer Trutzburg. Ja, Burgartige haben Sie ja gesehen. Ja, also da verändert sich nun das ganze Schema, in dem nun auch wieder im Wettbewerb, auch wieder 5 oder 6 verschiedene Kollektive jetzt von der S-Bahn Marzahner Tor kommen bis hoch Nord, Zentrum Nord, Ringkolonnaden, ja, diese Infrastruktur für Eisschlecken und Babywagen ausfahren und so weiter in der Größe und Körnigkeit einer Kleinstadt, also so, ja, wie, sagen wir mal so, die Bahnhofstraße in Grimma oder die Themannstraße in Riesa, so eine mittelgroße Stadt und das, was sie hat. Und dann haben wir hier sozusagen die Ausstattung, die ist aber immer noch, wir sind jetzt im Jahr 1977, ja, gleichzeitig passiert in der Innenstadt der Wettbewerb für den Gendarmenmarkt. Da fliegen die dort beauftragten Architekten alle nach Paris und gucken sich Beaufil an und was in Frankreich passiert zu dieser Zeitpunkt in den Banlieues sozusagen. Es gibt also eine Veränderung, aber trotzdem ist das Ganze immer noch das Versprechen für in 40 Jahren haben wir dann das ganze Programm. Und gehen wir mal hinein, wenn ich jetzt richtig sortiert habe. Ja, das ist also jetzt unsere Straßensituation, von unterschiedlicher Hand, von unterschiedlichen Architekten gezeichnet, mehr technisch, mit sehr viel Glas sind dort Freizeitzentren und Kultureinrichtungen gebaut und es gibt natürlich, ja, auf die Burg ist verzichtet worden, auf die schwere Masse in der Mitte, aber es gibt zumindest eine vertikale Dominante, die sozusagen von weitem, von überall in Marzahn funktioniert, sozusagen, da ist das Zentrum. Ich sehe also diesen ja, Bierpinsel, im Westen gibt es doch diesen Bierpinsel in Schlangenbader Straße, also so hier auch wieder noch eine Betonplastik, die als Zeigefinger und als kleiner Bruder des Fernsehturms markiert, hier ist Zentrum Marzahn. Ja, und dann wird entlang dieser Straße, ich habe hier nicht alles fotografieren können, wird entlang dieser Straße aufgereiht, Häuserzeile, Gaststätte, Sie sehen, das sind 4, 5 geschossig, wirklich mittelstädtisch. Ja, auch die Fensterchen sind wie in traditionellen, aber eine Schwimmhalle und ein Kulturhaus. Das ist das, was alles sozusagen jetzt eigentlich stehen würde, müsste, wenn diese Planung natürlich mit Alterationen und so weiter weiterverfolgt worden wäre, die erkannt hätte sozusagen die Zeile, ja, vom Marzahner Tor beginnen, ist die Hauptstraße, die Geschäftsstraße von Marzahn. An dieser Straße hätte eigentlich alles konzentrierte Bemühen sozusagen ansetzen müssen. Wie an den beiden anderen Zentren, ja, es gibt einfach dezentral die Ringkolonnaden, die ja ganz sträflich fallen gelassen wurden, ja, auch vom Kommerz verlassen und springt vor mit dem, ja, bis heute fatal leerstehenden Kino Sayus. Ja. Denk manchmal, könnte man ja eigentlich das Architekturmuseum von Marzahn in diesem Kino einrichten. Ja? Also statt weiterzubauen und kulturell sozusagen aufzurüsten, hat die Wende eigentlich sozusagen eine rückläufige Entwicklung gebracht. Bestimmte Qualitäten sind tatsächlich bewusst verschwunden, genommen worden und so weiter. Man hat ja den Eindruck, dass alles, was wir im Osten gebaut haben, siehe Palast der Republik und so weiter, es musste weg, es darf nichts mehr daran erinnern. Unsere Geschichte wird ausradiert und das andere wird uns mehr oder weniger einfach übergestülpt.
Das ist mein Empfinden, meine Erfahrung. Ja, das ist keinem verborgen geblieben. Ich habe eine Ausstellung gemacht, zwei deutsche Architekturen, Ost-West-Vergleich. Also, ja, die gegenseitige Entwicklung, Bundesrepublik und DDR, die ist 13 Jahre mit großem Erfolg durch die ganze Welt gereist, in 47 Ländern gewesen, zuletzt in China, in Buenos Aires hat sie den Ausstellungspreis der Biennale Lateinamerikas bekommen. Wir hatten große Probleme, die jemals in Deutschland zu zeigen. Ja, also wir hatten einen Auftakt in Hamburg, weil wir haben es in Hamburg gemacht. Und meine Vorschläge zum Beispiel, eine Kunstgeschichte Marzahn zu schreiben, werden immer wie ein Witz behandelt. Neulich rief mich jemand an, ich habe ein Buch geschrieben, die Salons der Sozialisten über die Kulturhäuser in der DDR. Und er sagte, jetzt habe ich das Buch endlich mal gelesen, sagte der Herr am Telefon. Ich habe ja den Titel immer wie eine Veralberung wahrgenommen. Ja, also tatsächlich böse Falle, ja. Böse Falle, am Ende glaubt man selber nicht, dass es irgendwie Sinn machen würde, eine Kunstgeschichte Marzahn zu schreiben. Ja, also so. Ja, man ist am Ende sozusagen schwer in Mitleidenschaft gezogen von diesem permanenten Bashing. Also ja, in der Schweiz oder in Frankreich kann man darüber reden, wie die DDR kolonialisiert worden ist. Vor allem in Griechenland gibt es eine enorme, weil sehr viele Architekten in beiden deutschen Staaten auch studiert haben, also griechische Architekten, heißt immer, sind die Architekten mit den roten Parteibüchern, haben zur Hälfte in der Bundesrepublik und in der DDR studiert und denen macht man gar nichts vor, was, wo, wie besser ist und so weiter. Ähnlich informiert waren die Kolleginnen, das waren alles Frauen mit Kopftüchern in Indonesien. Die kannten jeden Namen eines DDR-Landschaftsarchitekten. Ja, Indonesien weiß das auch besser als in München, oder es wird einfach nicht gelehrt, auch in den Schulen wird es nicht gelehrt. Ne? Das ist so unser Defizit. Ne? Also hier ist zum Beispiel das Pionierhaus von Marzahn, das eben mit einer Halbkugelform eben so knüpfen, stadtmäßig tatsächlich dann auch wieder eine ganz komplexe Geometrie kriegt, sozusagen. Das ist als Eyecatcher praktisch gegen, ja, die serielle Wohnungsbau, sozusagen, wo die Architektur sozusagen überall dasselbe Raster im Hintergrund hat, sind dann diese Bauten von gesellschaftlicher, hervorgehobener Bedeutung durch andersartige Geometrien und Individualität abgesetzt. So. Ja, und natürlich nicht zu vergessen, ich gehe jetzt ganz schnell zu Ende, ich bin schon zu ausführlich gewesen. Natürlich wäre die Geschichte dieser Architekten, die diese Zeichnungen erzählt haben, überhaupt erstmal zu erzählen. Da gibt es auch dieses Stereotyp sozusagen. Es gab alles nur Apparatschick, so Apparatearchitektur, so ein Arch-Plus-Ding. Und das würde ich ihm erzählen, praktisch über die Filme, über die Reflexionen in der Kunstgeschichte. Jeder einzelne Architekt, was hat er sonst noch gebaut? Wer sind denn die Erbauer Marzahns? Ja, das sind hier unsere vier, fünf, die immer diese Wettbewerbe unter sich ausgetragen haben. Dieter Bankert, Eisentraut, Pieper, Dr. Stahn und Wolf waren Leiter von Kollektiven und die haben jeweils dann einzelne Abschnitte gebaut. Der eigentliche Architekt für die ausgeführten Bauten ist der Wolf Rüdiger Eisentraut, also Rathaus und so weiter. Ja, dann also Handschrift, jetzt einfach mal schnell auf sich wirken lassen. Ich gehe mal jetzt hier bilderbuchmäßig weiter und sage nicht viel dazu. Ja, da kann man dann einfach sehen, der eine sozusagen ist härter drauf als der andere. Und der andere, ja, einer hat es tatsächlich mit Glas und ein dritter schwelgt in Grün. Und Bäume müssen rein. Und hier gibt es unseren Banker, der dann schon so Supraporten, also richtig Elemente aus historischer Architektur aufnimmt. Das ist natürlich ultra aktuell, ultra momentan zu diesem Zeitpunkt, wie postmoderne Architektur auch immer zahlen. Ja, und dann eben die Kirchenbauten, Pionierhaus und so weiter. Weiter. Ja, das ist eine Variante für dieses Zentrum, das ist jetzt noch aus der futuristischen Phase.
So, und das ist der Blick von der Dorfkante, also da, wo wir jetzt sind, sozusagen rüber auf das Zentrum. Ja, das auch sehr angenehm an dieser Geschichte fand ich, diesen Maßstabskontrast, die Dorf Dorf sein lässt und dahinter steht sozusagen dann die großzügige Architektur. Ja, und dann wäre natürlich noch überhaupt zu schreiben, wenn Ihre Touristen hier kommen und aus dem Bus steigen, aus Zürich und aus Tokio, brauchen Sie Architekturführer. Wo finde ich denn was und wer hat was gebaut? Wir brauchen also eine Architekturgeschichte von Matsuhan. Ja, wer hat wann wie? Und auch wenn es weg ist, hier stand die Post von Michael Knie und Thomas Weber. Hier stand einst die Post, jetzt können Sie mal vergleichen, hier ist das Foto, hier ist das Foto oder irgendwie in Metall geritzt sozusagen. Was sehen Sie jetzt? Ja? Vorher, nachher. Ja, und dann die Ausführung könnte man dann auch im internationalen Vergleich gucken, wie sieht in Rotterdam zu der Zeit aus und so weiter. Ja? Also ich würde vor allen Dingen mit Holland vergleichen, weil das hat sozusagen, ich wollte noch viel über das Grün sagen, das jetzt nicht mehr durch das Dschungelartige, ja, dieser gewachsenen Bäume, so schön zahngrün ist, aber meine Landschaftsarchitektin Birgit Hammer sagt immer, das 21. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Axt. Wir müssen Sichtachsen reinbringen. Man braucht wieder sozusagen die Wand vom gegenüberliegenden Raum. Also sonst ist man, ist so ein bisschen, die Kunst ist natürlich auch zum großen Teil verschwunden, aber ich könnte mir ein Kunstwettbewerb oder so vorstellen, dass an den Standorten, wo mal Kunst gewesen ist, sozusagen Ostkunst, jemand eingesetzt wird, der erinnert, im Sinne von Monument eines verschwundenen Kunstwerkes, als Kontrasteinhalte oder mit sozusagen neuen medialen Möglichkeiten der Gegenwart. Aber auch ein Kunstwettbewerb würde Marzahn ziemlich schmücken. Ja. Und hier noch, nur mal zu sagen, das sind allein die Kunstwerke, Standorte sozusagen im Bereich Marzahn Natur, die alle dadurch weg verschwunden sind, dass praktisch das Eastgate gebaut worden ist und reingesetzt worden ist. Na, und die Ehrung für die Erbauer Marzahns, das haben sie sich natürlich selber vorbehalten. Ich habe einfach versucht, jetzt einfach mit ein bisschen Licht und so ein kleines Denkmal auf die Erbauer Marzahns zu setzen. Es fehlen noch die Bauarbeiter, aber das wäre vielleicht mal ein Kinoabend, den man hier veranstalten könnte, dass man einen Dokumentarfilm, ein Spiel für einen gemeinsamen Marzahn anschaut und sich jemand einlädt, der Zeitzeuge ist. Oder. Okay, vielen Dank. Das war doch ausführlicher, als ich dachte. Weitere Informationen unter www.bmgev.de oder dem YouTube-Kanal Wohnen in der Krise.